Jo Leute, willkommen bei House of Sneakers. Mein Name ist Lars. Und ich bin der Ali und heute geht es um den Jordan 7 Putter. Oh ja. Bevor wir wie immer anfangen, checkt mal unsere Instagram-Seiten ab. Wie immer hier irgendwo eingeblendet. Mein Handgelenk hat geknackt. Oder wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier ich würde sagen. Eingeblendet. Immer derselben Position. Da, da hier da, und da. Da, 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 da. Hier da. Irgendwo eingeblendet. Ja, hier so. Wie immer eingeblendet, mein Freund. Okay, wir fangen an. Bang. So, 7er Putter. Yes. Richtig, richtig geiler Colorway. Collab mit natürlich. Putter aus Amsterdam. Collabo. Ja. Aus Amsterdam? Ja. Richtig cool gemacht, der Schuh. Find in diesem Bordeaux und cremebraun. Also braun, cremefarben und dieses Bordeaux-Rot. Ja. Putter-Schriftzug in der Mitte. Team Putter hinten drin. Stimmt. Richtig cool. Der Schuh ist mega bequem. Ich hatte den natürlich wieder an. Natürlich. Natürlich. Ich finde an sich einer der besten Colorways vom 7er. Okay, da streiten sich wahrscheinlich die Geister. Es geht irgendwie anders. Die Sneaker-Geister. Der Olympics. Bordeaux selbst. Mhm. Und dann der. Der Putter. Der Putter. Ja. Es gibt natürlich auch den Playoff 7er, der auch cool ist, aber ist jetzt nicht so mein Favorit. Ja, bitte, Lars. Du darfst natürlich auch reden. Danke. Qualität von Schuh ist sehr, sehr gut. Hier besonders dieses Bordeaux-Farben ist sehr weich. Mhm. Auch außen, ich weiß nicht, wer von innen ist. Ja, weil der 7er ist so ein bisschen so ein bisschen vom Huarache abgeguckt. Ja. Ein bisschen vom Huarache abgeguckt, deswegen hat er auch diese Sockenform. Also wenn man, Alter, du wirst richtig rot. Kommt in. Passt, ne? War weiter. Das ist auf jeden Fall wie so eine. Wir schneiden kurz mal hier und dann, wenn der Lars sich beruhigt hat, machen wir direkt weiter. Wir sind wieder zurück. Sind wir das? Ja. Du bist wieder zurück. Die ganze Zeit ja. Wieder unter den Lebenden. Auf jeden Fall. Der Schuh ist ein bisschen Alter, vom Huarache abgeguckt. Demnach auch diese Sockenform. Diese Sockenform. Der ist vom Huarache abgeguckt. Yes. Deswegen auch diese Sockenform. Der ist mega bequem. Ich hatte den ja schon an. Fühlt sich auch wirklich an wie eine Socke, wenn man den so anhat. Ich hatte den jetzt nicht fest gebunden, sondern relativ lose. Macht aber gut was her. Ja. Hm? Was mir gerade aufgefallen ist, diese Details, die der Putter hat. Du hast ja eben schon den Schriftzug hier angesprochen und dieses Team Putter hier hinten. Richtig. Von innen ist mir gerade aufgefallen, ist das Team Putter ein bisschen umgedreht. Da ist ja nicht der weiße Schriftzug, sondern wenn du es siehst. Ach krass. Das ist ja selber noch nicht aufgefallen. Nee. Da ist ein weißer Streifen und da ist in schwarz geschrieben Team Putter. Finde ich auch ganz cool, dass auf so einer
auf sowas geachtet wird, obwohl man da eigentlich nie. Ja, hinkommt. Ich denke, das ist einfach so der Effekt, wenn man das da drauf näht, ne? Dass es automatisch dann so. Wenn das, das so kann, gewollt war, kann Respekt. Sein. Ja. Sieht also cool aus. Ist mir gerade aufgefallen. Krass. Nach meinem Lachflash, aber ja, ist ganz cool. Währenddessen. Währenddessen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schön, dass du es sagst. Ja. Okay. Nee, cool. Ja, wie, du hast ja schon gesagt, Schriftzug Team Putter. Genau. Der ist ja, also als der Putter released wurde, war das so ein bisschen im Hate, dass viele diesen Schriftzug nicht gut fanden. Viele haben gesagt, dass wenn der weg ist, der Schuh viel, viel besser wirkt. Also ich finde, gerade weil der da ist, wirkt der so gut. Finde ich jetzt geil. Persönlich. Ohne sieht zwar auch, denke ich, ganz gut aus, ja. Aber mit, das hat halt etwas. Ne? Ja, das ist mal was anderes. Putter, also da fällt das einfach auf, dass der vom Putter ist. Und ich finde, der ist ja nicht fehl am Platz. Ganz im Gegenteil. Nee, auf keinen Fall. Ja. Was fällt dir noch so auf? Also ich finde, der hat richtig coole Details. Ja. Mit dem Team Putter und dem Putter Schriftzug. Dann oben diese Bordeaux und Braun, wie so ein bisschen wie, ja, ich weiß nicht. Da spiegelt erinnert, sich der Schuh nochmal so. Ja, aber das erinnert mich so dieses Muster, dieses, das erinnert mich so ein bisschen an Afrika auch. So dieses, wenn die ihre Gewänder und so anhaben, ja. Das wirkt einfach so, ich weiß nicht. Kann sein, ja. So wie so eine afrikanische, wie so ein afrikanisches Gewand einfach. Ja, stimmt. Jetzt das hat schon was, auf jeden Fall. Das, die Sohle aber auch so ein bisschen. Ich meine, die Sohle ist an sich eh immer so, aber diese Farbgebungen einfach. Sieht schon ja. Cool aus. Natürlich hat er noch hinten die 23 stehen, aber ja. Das hat, glaube ich, jeder von denen. Ne? Von außer der Olympics hat die 9. Ja, der Olympics hat die 9, ist natürlich klar, weil Michael da die 9 getragen hat. Richtig. Das war ein krasses Team damals mit Magic und so weiter. Das Dream Team. Larry Bird war auch da, ne? Larry, eigentlich fast jeder außer Isaiah Thomas. Ja, gut. Persönlich, wie findest du den? Würdest du den tragen? Würdest du sagen, ich weiß nicht, ob ich den tragen würde oder ich bin mir da unsicher? Also letztes Jahr, als wir den geholt haben, da können wir gleich nochmal was zu sagen, wie wir den bekommen haben oder ja. Du besser gesagt. Ja, ja, ich habe den zwar bekommen, aber du warst so cool. Ich war auch dabei. Du warst so cool und bist mitgekommen. Da habe ich, hätte ich noch gesagt. ich würde den nicht anziehen, Ich glaube, das habe ich dir auch gesagt, dass ich den nicht so cool fand damals. Ja. Mittlerweile finde ich den eigentlich ganz geil, auch die 7er generell mittlerweile. Ja. Ja, also ich würde den auch, glaube ich, tragen. Persönlich jetzt? Cool, ja. Okay. Ja, also du hast ja eben kurz angeteasert, wie wir den bekommen haben. Können wir ja kurz mal erläutern oder erzählen. Genau. Also ich habe bei einem Instagram-Raffle damals mitgemacht bei Offspring London. Mhm. Und das war halt so... Ich dachte mir einfach, komm, machst du mal mit, wenn du gewinnst, hast du eine coole Reise, grob gesagt. Und wenn nicht, dann hast du es wenigstens versucht. Mhm. War dann so, dass du durftest nur mitmachen, wenn du den Schuh persönlich vor Ort abholst. Also sprich, du müsstest dann nach London fliegen oder je nachdem, wie du in London wohnst, dann dahin fahren und den Schuh persönlich abholen. Und ich hatte da mitgemacht, dachte mir, komm, machst du mal mit. Hab dann von denen eine Nachricht bekommen. Glückwunsch, du hast den Schuh gewonnen. Die dachten wahrscheinlich, ach, der Idiot kommt eh nie aus Deutschland hier hingereist. Ja. Dann kann ihn ein anderer haben. Oder ein Mitarbeiter oder eben, so. Eben, und bei denen ist das so, wenn du den nicht abholst, bist du automatisch für zukünftige Raffles gesperrt. Komplett? Komplett. Also du darfst gar nicht mehr mitmachen. Das ist gar krass. Nichts mehr. Und, also die machen das extra, um so den Resellern entgegenzuwirken und auch natürlich... dass neue Mitglieder die Chance haben, mitzumachen. Mhm. Und Shoutout auf jeden Fall an Offspring. Vielleicht, wenn die das mal sehen, ich verstehe zwar kein Deutsch, aber vielleicht irgendwie kriegen die es doch mit. Die schlechten YouTube-Untertitel werden eingeblendet. Nee, aber jetzt mal so, da habe ich halt mitgemacht, habe den dann gewonnen, haben gesagt, du musst halt deinen Namen angeben und... ich weiß gar nicht mehr, was das noch war. Ich glaube nur Name und Geburtsdatum war das. Können wir mal kurz den Chatverlauf einblenden? Ja, den habe ich auch noch. Ja, dann. Hab ich auch noch. Da auf jeden Fall und ich musste auf jeden Fall Personalausweis mitnehmen. Ja gut, das ist ja klar. Ne? So, und ich dachte mir dann in dem Moment, ja Digga, du hast den Schuh, den wolltest du eigentlich die ganze Zeit haben.
wie kommst du jetzt nach London? Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Nee, und ich dachte mir jetzt, Alter, soll ich jetzt alleine nach London fliegen? Ich dann den Lars gefragt, ich so, Digga, ich habe gerade einen Schuh gewonnen, den 7er Pata. Und hast du Bock irgendwie nach London? Und jo. Der so, ja, wieso nicht? Und ich dachte mir, ey, wie cool ist das denn? Das war kurzfristig auch noch, ne? Mhm. Ey, wie cool ist das denn? Du kommst mit und dann haben wir kurzfristig einen Flug gebucht. Ich glaube 70 Euro. Ja, 60, 70 Euro hat das nur gekostet. So. Oder 80, 90? Hin und zurück, ne? Oder war das nur hin? Ich glaube, zusammen hat es 90 Euro gekostet, hin und zurück. Echt so günstig? Es war ja nur hin, also morgens hin und abends wieder zurück. Ich meine, wäre günstig gewesen, aber ist und, auf jeden Fall haben wir dann Tickets gebucht über einen Billigflug einfach, ist auch egal. dann sind wir halt morgens hin. Können wir mal kurz die Bilder einblenden, hab noch schöne Wolkenbilder gemacht. Morgens hin und sind dann in London erstmal mit der Bahn dahin gefahren. Oh ja. Ich weiß gar nicht mehr, die war rappelvoll, die Bahn, ey, weil wir voll in den Berufsverkehr da reinkamen und mitten in London. So, das war so schlimm. Also die Bahnfahrt war übel, das war auch voll warm irgendwie, so komisch. Ja, so schwül. Warm. Mm, genau, also jetzt wie jetzt um die Jahreszeit so ein bisschen, also nicht so warm, aber so frühlingmäßig. Und du hattest dann die Vierer Breads an. Mhm. Ich mein 1er Turbo. Da hatte ich die gerade noch neu. Die unbequemen Bread Vierer. Ja. Können wir auch mal ein Bild einblenden. Du dachtest ja ganz am Anfang noch, das ist eine Verarschung und ich krieg den Schuh nicht. Ja. Also der Lars hat die ganze Zeit gehofft, dass ich da stehe und ach, die sagen, Gott, nein, Mann. Sorry, das sind wir gar nicht. Du hast dich da vertan. Ja, aber ich habe das ja, sogar miterlebt, so, ja. Sowas im Ausland, so Raffles. Du fliegst einfach hin, sagst, ja, ich bin der Ali, ich habe den Schuh gewonnen, zeigst kurz dein Perso. Die gucken nach, ah ja, hier. Ich muss den Perso zeigen und die Nachricht von Instagram. Ja, schon gut. Und habe das auf jeden Fall gemacht. Sind dann auf jeden Fall nach London. War auf jeden Fall eine coole Zeit. Wir hatten richtig viel Spaß. Und war anstrengend. Ja, wir sind da, ich glaube, über 20.000 Schritte oder so. Knapp. Wir sind 36.000 Schritte, glaube ich. Oder 32.000 so Schritte sind wir gelaufen. Das war... so anstrengend. Mhm. Meine Füße waren so am Arsch danach. Aber es hat sich jetzt gelohnt, jetzt haben wir den Schuh oder du hast den Schuh. Das war auf jeden Fall richtig witzig. Wir sind dann mit der Bahn hin, sind dann dahin, auf jeden Fall, das war Selfridges in London. Dieses riesige Einkaufszentrum, genau, wer das kennt, das ist echt heftig groß. Also heftig wirklich. Riesig war das. Da war jetzt auch alles mögliche drin, also so Off-White und bla bla bla. Das alles. Krasse Designer-Sachen. Auf jeden Fall dann zu Offspring, hab dann meine Sachen gezeigt und dann habe ich den Schuh bekommen. Hm. Und die Kassiererin, weißt du noch, die hat irgendwie was von 300 noch was gesagt. Ja, stimmt. Und ich dachte jetzt, was? Und ich habe da gar keinen, also ich hatte nur das Geld für den Schuh halt mit und irgendwie noch was zu essen und so, ne? Klar, hätte ich jetzt noch mit EC-Karte zahlen sollen, aber ich hätte jetzt keine 300 Pfund gezahlt, ne? Das wäre viel zu viel. Und ich stand so zu der, wie bitte? Und die dann so, sorry, 160 oder na. 170 Pfund, was weiß ich, was das war, ne? Und, ich dann so, okay, erstmal voll beruhigt, hab dir das Geld gegeben und dann habe ich den Schuh bekommen. Und dann halt das Foto gemacht, von wegen, dass ich die jetzt habe. Und als ich die dann ausgepackt habe, war ich echt erstaunt, auch die Quali, ja, was der Schuh alles noch hatte. Ich so, Alter, der ist ja übel gut. Der richtig schöner Schuh. Also der Karton ist auch richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, kannst du mal kurz den Karton zeigen? Ja, genau, also da ist direkt Pata drauf und an der Seite dieser Schriftzug, ne, auf der anderen Seite, ja, dieser Schriftzug, Pata. Also das sind so Sachen, das ist richtig cool gemacht. Bam. Ja. Das ist richtig, das sind so Details, die aber den Schuh wieder richtig wertvoll machen. Mhm. Das ist zwar jetzt nicht der Friends and Family, aber ich fand den persönlich auch schöner von den zwei Colorways. Ja gut, das ist ja immer. Können wir den Friends and Family kurz einblenden, aber es hat an sich richtig Spaß gemacht, weil wir einfach mal was anderes war, ne? Wir sind das dann dahin für zwei Schuh. Idioten einfach, richtig. Zwei Almen, also du bist jetzt kein richtiger Almen-Vorzeige-Almen wie ich, aber so zwei Idioten aus Deutschland, einfach nach London, so ja. Kurzfristig. Ich weiß auch gar nicht, wie wir den Laden gefunden haben, weil ich wäre ich da alleine gewesen, ich wäre immer noch da. Ja. Ich käme auch gar nicht mehr zurück. Ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben. Auf jeden Fall war es richtig witzig. Wir haben dann noch gut gegessen, sind dann noch... zu dem Nike Store, dem großen, hatten da ein paar Kobis und so noch. Ich bereue das, dass ich mir da kein Kobi noch geholt habe, ne? Weil, ich hab leider, wie ihr wisst, leider weg.
Aber das wäre auf jeden Fall noch eine coole Gelegenheit gewesen. Aber auch wie groß dieser Nike-Store war. Der war riesig. Fünf auch. Etagen oder so. Ja, dann eine Etage heftig. Nur Fußball, eine Etage nur Laufen, stimmt. Eine Etage nur Basketball und sowas. Wir waren so am Arsch. Mhm. Oder ich musste mich einfach in jeder Etage einfach 10 Minuten hinsetzen, ja. Weil ich so kaputt war. Ja, das stimmt. Und dann waren wir noch bei Kleckt. Stimmt, ja. Presented by, also heißt der Presented by. Da haben wir den Eminem-Vierer gesehen. Oh ja, Mann, das war und so krank. So kranke Schuhe einfach. Wir dachten nur, was geht hier ab, ey. War das der Carhartt? Oder welcher? Ja, der Carhartt. Oder der Anko? Nee, Anko haben wir auch gesehen, oder? Nee, wir haben den Carhartt gesehen. Wir haben von DJ Khaled den Dreier gesehen. Ah, ja. Der rote. Ja. Wir können gleich mal ein Bild von dem Carhartt einblenden. Ich habe da ein Foto von gemacht. Alter, wie viel hat der gekostet? 23.000? Ja, auf jeden Fall. Ey, das war so krass. Ich dachte mir, stell dir mal vor, du gehst da rein und kaufst dir diesen Vierer jetzt. Einfach so. Ne? 23.000, kostet fast so viel wie mein Auto. Ey, krank, ne? Ja, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Wir hatten richtig viel Spaß, es war cool. Und wir sind dann abends dann wieder zurück. Einen Tag morgens ganz früh hin, abends zurück. Ja, und ich hatte den 7er dann in der Tasche. Yes. War auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Danke nochmal an Offspring. Jo Leute, das war's mit dem kleinen Review und der kleinen Geschichte zum 7er, zum 7er Putter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und aktiviert die Glocke. Yes. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gerade schon gesagt, dann schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr sowas für einen Schuh machen? Genau. Würdet ihr nach London fliegen, um dann einen Schuh zu kaufen? Genau. Oder sonst wohin, um dann für einen kleinen Kurztrip nur einen Schuh zu bekommen? Seid ihr so verrückt wie ich? Oder wie wir? Oder eher nicht? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Peace. Ciao.